Nächster Redner ist Philipp Kucher. Klagenfurter, den haben wir heute schon einmal erlebt, Gesundheitssprecher der SPÖ. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man möchte gar nicht glauben, dass in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren wir heute ein Budget im Bereich der Gesundheit diskutieren, wo zwar alle sagen, wie ach so wichtig die Gesundheit ist, und da muss man ja positiverweise sagen, seien wir alle dankbar, dass sich in den letzten Jahren die ÖVP nicht durchgesetzt hat und die Wirtschaftskammer, die ja gesagt hat, tun wir privatisieren und Betten streichen, da muss man heute auch dankbar sein, dass wir ein starkes Gesundheitssystem haben. Aber in einer Zeit jetzt, wo wir wirklich sagen, wir müssten jetzt Geld in die Hand nehmen und das Gesundheitssystem besser machen, sollen wir heute ein Budget beschließen, wo hunderte Millionen vergessen worden sind. Ich meine, der Herr Blümel hat schon einmal geschafft, unabsichtlich 6 Nullen zu vergessen. Und man möchte ja annehmen, dass der Herr Blümel daraus lernt und dann ganz genau nachschaut, ob er nicht diesmal wieder was vergessen hat. Und dann hat er mitten in der großen Gesundheitskrise so Kleinigkeiten vergessen wie hunderte Millionen für die Krankenhausfinanzierung. Ihr müsst euch vorstellen, die Absicherung der Krankenanstalten in Österreich ist nicht im Budget abgedeckt. Ist nicht abgedeckt. Hunderte Millionen fehlen bei der österreichischen Gesundheitskasse. Und dann kommt als Antwort, wo wir draufgekommen sind, dass da hunderte Millionen fehlen. Da hat es geheißen, ja, mitten in der Krise, da haben wir alle Zeit, mit dem Herrn Blümel ein Philosophikum abzuhalten. Da kann man nachrechnen und kann ganz, ganz viel Zeit sich nehmen, dass man irgendwann einmal die notwendige Finanzierung für die Krankenanstalten herbeiführt und für die österreichische Gesundheitskasse. Und ich habe den Herrn Gesundheitsminister im Ausschuss gefragt, ein Finanzverantwortlicher in einem Krankenhaus, kann der sich auf Worthülsen und Versprechen von einem Politiker verlassen oder müsste er Budget auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten machen? Ich weiß ja nicht, wie sozusagen die Kollegen der ÖVP die Geschäftsführerhaftung wahrnehmen, aber irgendwie auf Sand ein Budget zu bauen in einem Krankenhaus und zu sagen, der Herr Blümel hat ja gesagt, da werden wir schon eine Lösung finden, so funktioniert es ja in der Praxis nicht. Was würde denn das bedeuten? Wenn die Finanzierung der Krankenhäuser nicht durchs Budget abgedeckt ist, würde es konkret bedeuten, Leistungskürzungen, weniger Betten. Wir reden hier wirklich von Gesundheitsleistungen. So, und Herr Bundesminister, ich finde es ja jetzt gut, dass Sie jetzt auch draufkommen und aktiver werden und kämpfen. Das taugt mir, das wäre wichtig gewesen, wenn Sie ähnlich aktiv auch den Herrn Minister Blümel gesagt hätten, dass er die Gesundheitsfinanzierung sicherstellen muss. Das hätte ich mir nämlich miteinander erwarten. Wir können nicht ein Budget beschließen für das Jahr 2021, wo die gesamte Finanzierung der österreichischen Gesundheitskasse und der Krankenanstalten in Österreich nicht abgedeckt ist. Ich bitte wirklich, reparieren wir das miteinander. Ja? Es geht nämlich nicht nur um die Absicherung, eigentlich müssten wir mehr Geld in die Hand nehmen. Was ist mit der psychischen Gesundheit? Was ist zum Beispiel mit der Digitalisierung? Wir kriegen mit, dass da eine Zettelwirtschaft noch herrscht, haben mitbekommen, Herr Bundesminister, dass da Fax-Sendungen quer durch Österreich geschickt werden. Das kann doch nicht sein, dass mitten in der Krise diese Sachen nicht besser werden. Das wäre doch die Aufgabe des Gesundheitsressorts. Und Herr Bundesminister, Sie haben es da wirklich an Ihrer Seite. Ich weiß ja, wie schwer Sie es haben und die Hackelschmeißerei von der ÖVP und von Sebastian Kurz in deine Richtung, das bekommen wir ja alle medial mit. Diesen Wettlauf, wo am Sonntag in der Pressestunde unbedingt vor dir die Massentests ankündigen möchte. Wir kriegen ja alle mit, ja, diese Eifersüchteleien vom Sebastian Kurz. Und du hättest uns wirklich, glaube ich, parteiübergreifend hier als Partner, wenn es darum geht, das Gesundheitssystem besser zu machen. Aber ich bitte noch einmal, reparieren wir das miteinander. Ich sehe hier den Budgetsprecher der ÖVP, Gabriel Obernosterer. Vielleicht kannst du dem Gernot Blümel wieder mal unter die Arme greifen. Das letzte Mal hat er 6 Nullen vergessen, diesmal alle Krankenhäuser in Österreich. Es wird mit dem Herrn Minister Blümel leider immer schlimmer.